Nachdem nun das Wachstumschancengesetz endgültig beschlossen wurde, stehen nun alle Einkommensteueränderungen für 2024 fest. Was sich bei euch als Arbeitnehmer, Rentner und Vermieter ändert, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzen leicht gemacht. Mein Name ist Ralf, ich bin Versicherungs- und Finanzmakler. Ich kann nicht auf alle Einkommensteueränderungen, die es im Jahr 2024 geben wird, eingehen, aber ich hoffe, dass ich die wesentlichen erwähne. Es geht vor allen Dingen in diesem Video um Änderungen, die Arbeitnehmer, Rentner und Vermieter betreffen. Also nicht die Änderungen bei den gewerblichen Einkünften. Was ändert sich nun? Der Grundfreibetrag, bis zu dem ihr keine Einkommensteuer zahlen müsst, wird auf 11.604 Euro erhöht. Bei Zusammenveranlagung verdoppelt sich dieser Freibetrag. Für bewegliche Wirtschaftsgüter könnt ihr eine degressive Abschreibung vornehmen. Und zwar, wenn sie nach dem 31.03.2024 und vor dem 1. Januar 2025 angeschafft oder hergestellt worden sind. Der Prozentsatz der degressiven Abschreibung darf höchstens 20% betragen und höchstens das Zweifache der linearen Abschreibung. Nur zur Info, im ursprünglichen Gesetz waren 25% und das 2,5-fache beschlossen worden. Die Kürzung ist durch den Vermittlungsausschuss gekommen. Dazu jetzt mal ein Beispiel. Ihr kauft euch einen Büroschrank für euer Arbeitszimmer für 2000 Euro. Büromöbel werden nach der allgemeinen Abschreibungstabelle des Bundesfinanzministeriums nach 13 Jahren abgeschrieben. Das heißt, wir haben für die lineare Abschreibung einen Prozentsatz von 7,6% jährlich von 2000 Euro. Das heißt, unsere degressive Abschreibung beträgt maximal das Zweifache der linearen Abschreibung. Die zweite Grenze, die wir prüfen müssen, sind die 20%, die wir auch nicht überschreiten. Wenn ihr ein Dienstfahrzeug von eurem Arbeitgeber gestellt bekommt, war es bislang so bei reinen Elektrofahrzeugen, dass wenn ihr kein Fahrtenbuch führt, nur ein Viertel der Anschaffungskosten für die 1%-Regel ansetzen braucht. Dafür durfte das Fahrzeug einen Bruttolistenpreis von nicht mehr als 60.000 Euro haben. Dieser Höchstbetrag ist angehoben worden auf 70.000 Euro und gilt für alle Elektro-PKWs, die nach dem 31.12.2023 angeschafft werden. Die Pauschale für Arbeitnehmer, die im Fahrzeug übernachten, also zum Beispiel Berufskraftfahrer, wird von 8 Euro je Kalendertag auf 9 Euro angehoben. Mit der Verabschiedung des Wachstumschancengesetzes wurde eine degressive Abschreibung für vermietete Wohngebäude von 5% beschlossen. Ursprünglich im Gesetzestext waren 6% vorgesehen. Auch diese Abschreibung wurde vom Vermittlungsausschuss gekürzt. Mit der Herstellung muss nach dem 30.09.2023 und vor dem 1.10.2029 begonnen werden. Im Fall der Anschaffung muss der notarielle Vertrag nach dem 30.09.2023 und vor dem 1.10.2029 rechtswirksam abgeschlossen werden. Geändert wurde auch § 7b Einkommensteuergesetz. Der betrifft eine Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau. Bislang war es so, dass die Sonderabschreibung in Anspruch genommen werden konnte, wenn durch Baumaßnahmen aufgrund eines nach dem 31.12.2022 und vor dem 01.01.2027 gestellten Bauantrag oder einer getätigten Bauanzeige neue, bisher nicht vorhandene Wohnungen hergestellt werden. Diese Frist für den Bauantrag bzw. Bauanzeige ist jetzt verlängert worden bis zum 01.10.2029. Die Anschaffung und Herstellungskosten dürfen in diesen Fällen 5.200 Euro je Quadratmeter Wohnfläche nicht übersteigen. Bisher waren es 4.800 Euro. Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung beträgt maximal allerdings nur 4.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Bisher waren es 2.500 Euro. Private Veräußerungsgeschäfte, sogenannte Spekulationsgewinne, waren bisher, wenn sie weniger als 600 Euro im Kalenderjahr betragen, steuerfrei. Nun sind sie steuerfrei, wenn sie weniger als 1.000 Euro betragen. Übrigens nur zur Info, auch Gewinne aus Kryptowährungen können, wenn sie die Voraussetzungen des § 23 Einkommensteuergesetz erfüllen, Spekulationsgewinne sein. Der Kinderfreibetrag einschließlich des Freibetrages für den Betreuungs- und Erziehungsaufwand oder Ausbildungsbedarf des Kindes wird auf 9.312 Euro erhöht. Bei Beamtenpensionen kann ein sogenannter Versorgungsfreibetrag abgezogen werden. Außerdem gibt es noch einen Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag. Diese beiden Versorgungsfreibeträge werden jedes Jahr abgeschmolzen, bis sie im Jahr 2040 null betragen bzw. entfallen. Durch die beschlossene Änderung wird der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag erst im Jahr 2058 auf null abgeschmolzen. Das führt dazu, dass im Jahr 2024 der Versorgungsfreibetrag statt 12,8% maximal 960 Euro nun 13,6% maximal 1020 Euro beträgt und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag 306 Euro statt 288 Euro. Übrigens wird diese Regelung rückwirkend für 2023 gelten. Auch dort erhöhen sich somit der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag. Die Renten unter anderem aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Einkommensteuergesetz sollen spätestens 2040 zu 100% in die Besteuerung einfließen. Nun sollen die Renten erst 2058 zu 100% versteuert werden. Die Anhebung des Besteuerungsanteils wurde somit gestreckt.
Das bedeutet, weil auch diese Regelung rückwirkend für 2023 gilt, dass 2023 82,5% und 2024 83% der Rente besteuert werden. Ursprünglich waren es 83% und 84%. Arbeitnehmer bekommen unter bestimmten Bedingungen den Altersentlastungsbetrag. Unter anderem müssen sie dazu das 64. Lebensjahr vollendet haben. Dieser Altersentlastungsbetrag sollte ebenfalls im Jahr 2040 auf null abgeschmolzen sein. Auch hier wurde, ihr werdet es wahrscheinlich erraten, gestreckt und ganz abgeschmolzen auf null erst 2058. Da auch diese Regelung rückwirkend für 2023 anzuwenden ist, gibt es 2023 einen Altersentlastungsbetrag von 14% der Einkünfte, maximal 665 Euro, und 2024 13,6%, maximal 646 Euro. Übrigens nur zur Info, was durch den Vermittlungsausschuss gestrichen wurde, war die Freigrenze von 1.000 Euro für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Diese Grenze wurde gestrichen, weil der Verwaltungsaufwand für die Finanzämter sehr hoch gewesen wäre, weil Verluste aus Vermietung und Verpachtung natürlich vom Steuerpflichtigen in der Regel begehrt sind. Und Verluste sind natürlich auch unter der Freigrenze von 1.000 Euro. Deswegen haben die Länder darauf gedrungen, diese Regelung nicht umzusetzen. Die Erhöhung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.000 Euro wurde ebenfalls gestrichen. Es bleibt dabei, dass geringwertige Wirtschaftsgüter bis einschließlich 800 Euro sofort abgeschrieben werden können. Die Anhebung der Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen wurden ebenfalls gestrichen und die Anhebung des Freibetrages für Betriebsveranstaltungen auf 150 Euro, die findet ebenfalls nicht statt. Des Weiteren wurde auch die Anhebung des Fördersatzes für die steuerliche Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen nach § 35c Absatz 1 AEStG nicht erhöht. Die maximal mögliche Steuerförderung sollte ja von 20% auf 30% erhöht werden, aber auch dieses wurde jetzt vom Vermittlungsausschuss einkassiert. Ob nun die beschlossenen Einkommensteueränderungen zum Wachstum beitragen, wird man dann ja in Zukunft sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es super, wenn ihr die Glocke aktiviert, das Video teilt und liked, und wir sehen uns wieder im nächsten. Ciao!